Hallihallo, meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.39. Fand ich diesen LKW irgendwie verdammt lustig. Und zwar ist ein BMC Fatty. Grüße gehen raus an diejenigen, die diesen LKW gemacht haben. Der sieht schon echt ulkig aus. Und zwar wird es ein LKW sein, der, glaube ich, so eher in Richtung, ja, Türkei unterwegs ist. Schreibt es mal rein. Der Mod ist auch gar nicht so klein. 124 MB. Da muss ich echt mal fragen, warum ist der so groß? Echt mal. Gut, ist natürlich ein ganz anderes Fahrgestell und... Warte mal. Doch, ja. Auf jeden Fall. Ich kann kein Türkisch, aber Grüße gehen erstmal raus. Ist schon ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug und ich weiß gar nicht, ob dieses Fahrzeug überhaupt noch gebaut wird oder ob es überhaupt in der Türkei unterwegs ist, aber ich fand das mit dem Bagger hier sehr interessant, ja. Da gibt es ja nicht so wie ein TÜV, ne, das ist egal. Wenn die Bremsleitungen durchgefault sind, dann wird der Bagger draufgepackt und dann bremst er auf jeden Fall mit der Schaufel, ne. Oder man fährt halt gegen die Wand, bremst er auch. So, gut, alles klar, dann gucken wir uns den einfach mal an. Wir gehen mal zum Händler, weil diesen LKW... Wenn man das LKW nennen kann, ihr seht es schon, kann man auch von einer anderen Version ausprobieren. Und zwar hat man hier ganz normal das Fahrerhaus und das bleibt so, aber man hat zwei verschiedene Fahrwerke. Ja, das ist ein bisschen, ja, wenn ihr das mal anguckt, der wird ein bisschen breiter. Ja. Natürlich kann er nicht so breit sein wie der LKW, weil sonst ja, passt er dann in ein Auto oder ein SUV rauf. Ist ja klar. Wir würden erstmal das so lassen. Aber vorschriftsmäßig ist hier ein Feuerlöscher. Das ist so, wow, also. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben 200 PS. Da werden wir auf jeden Fall die Mädels ganz schön rocken damit. Und ja, das ist der Innenraum. Naja. Naja. Also wer es mag mit den ganzen Klimbim, ich fand den einfach irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht. Ja, hier, das ist schon mal nicht mehr Texturen 2021, ne? Aber okay. Man hat sich versucht, hier an so ein Fahrzeug, finde ich cool. Also wenn so ein LKW, also ein W50 mal geben würde, also das würde ich echt toll finden. So, man kann ja auch natürlich in komplett schwarz machen oder hier knallig rot, so wie ihr möchtet. Aber ich lasse den einfach jetzt mal in diesen, naja, ausgewaschenen Gelb. Ja, ja. Gucken wir mal an. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier an den Reifen auch noch ein bisschen was zu machen. Ich habe einfach jetzt gesagt, hier, bumm, ich mache jetzt hier ein paar gelbe Reifen auf. Aber hier habe ich noch was gesehen und zwar das hier. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob dieses, das jetzt nicht ein anderes Mod ist oder ob das dazu ist. Aber guckt euch einfach mal meine Modsform an, dann findet ihr auf jeden Fall ganz, ganz viele Modifikationen, die ich jetzt auch so die letzten Tage benutze. Es wird ja nicht mehr lange dauern, dann werden wir bestimmt... ein, ja, die Erweiterung oder die 1.40 sehen. Ja, guck mal, bis zum 8. geht ja World of Trucks Auftrag. Oder bis zum 7. Ah, nee, die Angebote. Bis zum 7. geht ja der World of Trucks Auftrag. Am 8. hören die ganzen DLCs raus. Hat mir gerade Bodi nämlich gesagt, wo ich dieses Video jetzt aufnehme. Und ja, vielleicht wird es danach was geben. Ist doch das für Urlaub fahren, ne? Dieses türkische Symbol. Ja gut, dann machen wir mal weg. So, man kann hier noch ein bisschen was bauen. Okay, machen wir es mal so. Was ist denn das hier? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal von innen gucken. So, hier noch ein bisschen Klimbim. Wir machen mal Licht an. Das hier, die Sonnenblende. Dann können wir hier noch ein bisschen... Also die mögen es, dass es hier blinkt und... Ja, wo ich in... Hier nochmal einen anderen... Scheibe ein bisschen kleiner wird, wo ich in Ägypten war. Da sind sie ja auch, ey, ja, genau. Also, denk mal, auch so in den Nahen Osten sind die bestimmt auch sehr weit verbreitet. So, hier nochmal so eine Raute, was das bedeutet. Und das eigentlich auch ganz gut. Und, ah, muss ja auch wirklich sagen, von der türkischen Community gibt es wirklich talentierte Jungs und Mädels da, ne? Naja, Jungs, hinten ist nix. Aber wir schauen mal. Wir hätten jetzt zur Auswahl einmal leer, einmal mit Plane und einmal mit Aufschrift. Oh, so würde er dann aussehen. Ah, ob man jetzt unbedingt da eine Tour machen müsste. Für
diejenigen, die die Türkei oder die, die Map dafür nehmen, ja, warum nicht, ne? Gucken wir mal. Ah ja, yeah. Das Stroh sieht echt nicht gut aus. Ey, das sieht wirklich echt Matsch. Bläh. Das ist schon ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser. Aber mal zurück. Gut, wir machen es mal weg. Können wir das hier auch nochmal wegmachen? Die Plane? Ne, das können wir nicht wegmachen. Ne? Plane und jetzt irgendwas draufsetzen? Ah ne, das bleibt das gleiche. Okay, dann gehen wir doch einfach mal zu dieser Version. Ändert sich jetzt weiter nichts, können wir so lassen. Und dann werden wir nochmal die Fracht auswählen. Wir hätten jetzt hier einen Bagger oder wir hätten hier so einen kleinen Radlader. Ne? Innen können wir leider gar nichts machen. Wir haben... Ist das ein Navi? Gleich mal schauen. Ja, schauen wir mal. Aha, da steht Kim Maximus. Also bei 75.000 seid ihr dabei, da könnt ihr dann losagieren. Wir haben den ja schon da. Ich habe aber noch nicht eben hinter so richtig gefahren. Ne? So, die Texturen jetzt von dem Bagger sind jetzt nicht mehr up to date. Ne? Wenn man das jetzt anguckt, wahrscheinlich wird die Datei noch ein bisschen größer sein. Aber wir werden jetzt mal den Motor anschmeißen. Das hört sich doch eigentlich schon sehr ordentlich an, ne? Oh. Geht doch schon. Haben wir schon ganz andere Sachen gehört. So, jetzt gehen wir mal da hin. Und man merkt schon, ich habe hier noch einen Wettermod drin. Das kann dadurch sein, dass es dadurch ganz schön überblendet. HDR, vielleicht verträgt dieser Mod dieses HDR nicht. Hier ans. Oh, ne, falscher Knopf. Wollte auch mal hier. Also, ja. Die Anzeigen, die scheinen zu funktionieren. Ja. Zu dem Wettermod wird auf jeden Fall Montag ein Video geben. Und natürlich heute Abend 20.30 Uhr werden wir live sein. Vielleicht mache ich morgen eine Umfrage bezüglich, was vielleicht oder heute vielleicht noch. Ja, vielleicht mache ich heute noch eine Umfrage, was ich dann am Sonntag zeigen soll. Ja, genau, das machen wir heute. Also guckt mal, da wird bestimmt jetzt schon die Umfrage am Start sein. Schaut euch das an. Und was denkt ihr über den LKW? Ich glaube nicht, dass der Maximus den zeigt. Aber ich wollte, irgendwie fand ich den lustig. Irgendwie schon. Ne? Gruß geht raus an die türkische Community. Wir hupen mal. Genau. Eben am Fisch und sage haut rein, macht's gut, bye bye.